Mein Name ist Magdalena Missler-Behr. Ich arbeite hier an der BTU als Professorin im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und habe den Lehrstuhl für Planung, Innovation und Gründung. Die BTU Open ist eins unserer Gefäße, das Wissenschaft in die Gesellschaft transportiert und neue Erkenntnisse und interessante aktuelle Themen weit in die Gesellschaft bringen möchte und mit ihr darüber kritisch diskutieren möchte. Das ist wesentlich, einmal weil unsere Gesellschaft wissensgetrieben ist und das immer mehr Raum einnimmt. Zum anderen ist der Wissensdurst, der Wissenshunger groß. Zum anderen wollen wir darstellen, was Wissenschaft tut. Und wir wollen auch zeigen, dass es wichtig ist, mit profunden Kenntnissen ein Thema ganz zu erfassen und dadurch auch einer populistischen Verkürzung entgegenzuwirken. In diesem Wintersemester haben wir zwei Themenblöcke. Der erste, Klimasystem Erde im Wandel, wurde vor 2 Wochen abgeschlossen. Und heute beginnen wir mit dem zweiten Themenblock, Bildung und Arbeitswelt. 2 Vorträge sind hier geplant. Der heutige, Digitalisierung nach Corona zwischen Zukunftsangst und Technologieoptimismus. Und in 14 Tagen geht es dann um die Bildungsgerechtigkeit, aber in der nachschulischen Bildung. Heute haben wir einen Vortrag von der OECD. Er beginnt den Themenblock Bildung und Arbeit und es wird die Frage gestellt, was wird Corona bzw. was wird die Digitalisierung sozusagen für uns in unserer Arbeitswelt bewirken? Im Titel steht nach Corona, wir alle sehen aktuell, was es im Moment mit uns macht. Es ist eine Herausforderung für alle, für manche eher positiv, für manche eher negativ. Aber wir sehen, dass diese Technologie sich nicht mehr aufhalten lässt, unser Leben entweder schon erobert hat oder erobern wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was heißt das? Was heißt das für uns alle persönlich in der Arbeitswelt? Was heißt das für verschiedene Berufe? Werden sie sich verändern? Werden sie sich stark verändern? Werden sie gegebenenfalls sogar wegfallen? Welche werden neu entstehen? Und die Frage ist, wie kann dieser Wandel, der durch diese Technologie getrieben wird, der ja geradezu als Strukturwandel, technologischer Wandel bezeichnet werden kann, unterstützt werden? Was heißt das für die Schule? Was heißt das für die Ausbildung? Was heißt das für die Verantwortung der Unternehmen? Was heißt das für Gewerkschaften? Solchen Fragen möchte der Vortragende Matthias Rumpf in seinem Vortrag nachgehen. Ich möchte noch ein bisschen was zur Organisation sagen. Der erste Teil der Veranstaltung, der Vortrag, wird aufgenommen. Die Diskussion, die sich anschließt, wird nicht aufgenommen, damit Sie frei reden können. Für die Diskussion nutzen Sie bitte das Handhebezeichen, das in WebEx möglich ist. Klicken Sie auf Teilnehmende und dort können Sie sozusagen die Hand heben. Ansonsten geben Sie uns im Chat einen Hinweis, dass ich sprechen möchte. Ich werde dann sozusagen Sie aufrufen zu Ihrem Diskussionsbeitrag und dann werden Sie freigeschaltet, sodass Sie laut im Raum zu hören sind. Das heißt, Sie stellen die Fragen selbst und in der Halbzeit zeigen wir Ihnen, was es heißt, in Corona zu arbeiten und die Unbillen von Corona aufzuarbeiten. Auch in der Wissenschaft kämpfen wir damit. Und zwar wird meine Kollegin Christine Hoffmann Sie um Ihre Unterstützung bei einem ökonomischen Experiment bitten. Das stellt sie dann in der Halbzeit der Diskussion selbst vor. Nun aber zur Hauptsache, zu Herrn Rumpf und seinem Vortrag. Herr Rumpf arbeitet bei der OECD und ist dort stellvertretender Leiter des Centers in Berlin. Er hat Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre
und Philosophie studiert in Berlin und Genf, war dann beim Europäischen Parlament und als Wirtschaftsjournalist in Berlin und Brüssel tätig. Seit 2006 arbeitet er im Bereich der Wissenschaftskommunikation und in der OECD, war dort in verschiedenen Ländern tätig, ist eben heute in Berlin. Irgendwie zieht ihn immer wieder nach Berlin. Und seine Schwerpunktthemen sind Bildung, Sozialpolitik, Digitalisierung und die evidenzbasierte Politikgestaltung. Jetzt freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Bitte, Herr Rumpf. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Missler-Behr. Vielen Dank auch Ihnen allen, dass Sie sich heute Abend oder an dem späten Nachmittag zugeschaltet haben. Wie schon gesagt, ich möchte gerne in der nächsten halben Stunde ungefähr Ihnen ein bisschen einen Einblick verschaffen in unsere Forschung im Bereich Digitalisierung und was das für den Arbeitsmarkt und für die Wirtschaft bedeutet. Und dann vielleicht auch so einen kleinen Ausblick wagen, wie wir sozusagen auch das dann hinterher gestalten können. Der Titel Digitalisierung nach Corona, das war vielleicht ein bisschen optimistisch, als wir uns auf den Vortrag verständigt haben. Wir sind eben noch mittendrin in der Krise, aber ich versuche eben jetzt auch ein bisschen darüber hinaus zu blicken. Ja, lassen Sie mich beginnen mit ein paar... Zahlen, ein paar Eindrücken, also diese sozusagen die von der Digitalisierung getriebene vierte industrielle Revolution, wie es ja in vielen Bereichen genannt wird, ist in vollem Gange. Wir sehen das an den steigenden Abonnements für Hochgeschwindigkeitsinternet. Wir sehen das bei der Zahl der Industrieroboter, die jedes Jahr wächst. Aber wir sehen das auch in dem Bereich KI, wo auch die Patente und die Produkte, die in diesem Bereich entstehen, jedes Jahr wachsen. Diese vierte industrielle Revolution, das ist sozusagen eine, kann man so ein bisschen sich in einem Kontinuum betrachten. Das ist jetzt sozusagen nach der ersten industriellen Revolution, wo wir es eher mit Dampfmaschinen zu tun hatten, in der zweiten, wo die Fließbandarbeit erfunden wurde, in der dritten dann die Automatisierung in der Fabrikhalle mit Robotern, mit dem Einsatz von Robotern. Diese vierte industrielle Revolution wird sich sehr viel stärker auf die Vernetzung von Produktion und Produktionsabläufen konzentrieren. Da geht es nicht mehr darum, dass man eine Fabrik hat, die man kontrolliert, sondern dass in diesen Raum viele Akteure hineinwirken, viele Firmen gemeinsam vernetzt arbeiten, dort sehr viele Daten entstehen, abgegriffen werden und dadurch auch die Produktion sehr viel präziser und sehr viel auch genauer an den Marktbedürfnissen orientiert gesteuert werden kann. Daneben haben wir haben es nicht nur mit sozusagen einer in der Digitalisierung, nicht nur mit einer Entwicklung in der Produktion und der Fertigung zu tun. Da ist ja die Automatisierung, wie ich gerade gesagt habe, schon länger im Gange. Wir haben es mit der Digitalisierung auch zum ersten Mal sehr umfassend mit einer Automatisierung im Bereich von Bürotätigkeiten zu tun, die bisher zu komplex waren, um sie wirklich Computern anzuvertrauen. Da besteht zum Beispiel die Möglichkeit, Recherchen im Rechtsbereich, die können automatisiert werden durch Texterkennung, was heute sozusagen einen keinen einfachen Abschluss, sondern vielleicht ein paar Jahre Studium verlangt. In Amerika wird das unter Paralegals gesehen. Das könnte in der Zukunft automatisiert werden und sozusagen nur noch die höherwertigen Tätigkeiten in diesem Bereich der Rechtspflege würden dann von Menschen gestaltet. Und wir haben es natürlich auch in der Digitalisierung mit komplett neuen Geschäftsmodellen zu tun, die auf Daten aufbauen. Facebook, Google sind die prominentesten Beispiele, wo einfach der genauere Kenntnis über die Präferenzen von Nutzern dafür genutzt wird, dass man eben zielgerichtet Werbung bekommt. Aber Sie können sich ähnliche Dienstleistungen oder ähnliche Dienste auch in anderen Bereichen vorstellen. Es gibt sozusagen erste Ansätze dazu, dass
auf Basis von Daten, die entstehen, dass eben auch in der Medizin Therapien in Zukunft stärker personalisiert werden können. Sie können sich auch vorstellen, dass man, oder man kann sich auch vorstellen, dass eben diese Daten, die dann auch einen sozusagen Auskunft über einen geben, genutzt werden können, um maßgeschneiderte Versicherungsprodukte anzubieten, maßgeschneiderte Kredite oder letztlich auch bei der Rekrutierung von Mitarbeitern genutzt werden können. Das ist gerade in den Bereichen ist das durchaus ein zweischneidiges Schwert. Wie viel gibt man preis? Wie viel Wissen hat ein Unternehmen über einen? Und mit diesen Formen oder mit diesen Bereichen müssen wir uns eben auch auseinandersetzen. Also Sie sehen, die Digitalisierung ist ein sehr breiter Bereich, wird das Wirtschaftsleben in einer sozusagen großen Weise beeinflussen. Und ich möchte sozusagen ein paar Impulse geben, wie wir bei der OECD auf dieses Thema schauen. Und ein Bereich, der sozusagen sehr viel natürlich auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, letztlich sozusagen in der gesamten industriellen Revolution von Bedeutung war, ist, naja, jetzt habe ich diese neuen Maschinen, diese neuen Technologien, was macht das eigentlich mit den Jobs, die da sind? Also wie werden die verändert, welche davon fallen weg? Und da gibt es einiges an Forschung, die auch bei uns betrieben wird. Ich komme gleich sozusagen auf unseren Ansatz, aber sozusagen ein Großteil jetzt gerade in diesem Bereich oder eine einschneidende Arbeit in diesem Bereich ist tatsächlich nicht bei uns entstanden, sondern kommt von 2013. Das waren zwei Wirtschaftsprofessoren in Oxford. Die haben sich mal angeschaut, zusammen mit Experten im Bereich Automatisieren, die Berufe angeschaut oder ungefähr 70 Berufe und diese Experten befragt, in welchem Maße sie glauben, dass diese Berufsbilder denn automatisiert werden können. Und sie sind da auch die negative Seite sich angeschaut, nämlich was denn bis heute nicht automatisiert werden kann. Und das habe ich jetzt hier auf Englisch. Da waren so drei große Bereiche, wo man gesagt hat, naja, das ist im Moment mit der heutigen Technologie sehr schwierig zu machen. Dass einerseits Dinge sozusagen in unübersichtlichen Räumen zu bewegen, sei es sozusagen sehr feinfühlig, sei es aber auch in Bereichen, also können Sie sich vorstellen, wenn Sie morgens in die Küche kommen, Sie haben nicht aufgeräumt und wollen Kaffee machen, sozusagen diese Arbeit, sozusagen diese Tätigkeit zu automatisieren, überfordert Roboter und Computer zur heutigen Zeit noch. Dann haben Sie den zweiten Bereich, wo es um Kreativität geht, wo es eben darum geht, in bestimmten Bereichen also eine neue Lösung zu finden, die bisher noch nicht da gewesen ist. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass viele dieser Programme zur Bild- und Texterkennung auf Mustererkennung beruhen, ja, aber auf dem, was eben vorher schon da war, was an Mustern hinzugegeben wird. Auf so einer Basis dann sozusagen zu neuen Lösungen zu kommen, ist natürlich sehr schwierig. Eben deswegen auch Originalität ein Bereich, der schwer zu automatisieren ist. Dann alles, was sozusagen in den Bereich Kunst fällt. Natürlich haben wir heute Musikstücke, die von Computern komponiert, wenn man das so sagen will, werden. Oder wir haben Kunstwerke, die vielleicht auch von Computern gemalt werden, aber die sinnliche Erfahrung dahinter, auch der Bezug zur menschlichen Erfahrung, die ja Kunst ausdrücken soll, das ist sehr schwer zu automatisieren oder einem Computer zu übergeben. Und dann ist dieser dritte große Bereich, ist die soziale Intelligenz. Alles, wo es darum geht, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu beeinflussen, Menschen zu verstehen, wie sozusagen ihre Reaktionen auf bestimmte Sachen zu interpretieren, Verhandlungen zu führen, die andere letztlich dazu bringen, an bestimmten Punkten ihren eigenen Standpunkt zu verlassen, zu bewegen und zu einem gemeinsamen Schluss zu kommen. Oder eben auch sich um andere Menschen zu kümmern. Auch das sind Bereiche, die sich sehr schwer automatisieren lassen. Also Sie sehen, es bleibt auch mit der heutigen Technik, selbst bei den Leuten, die technikoptimistisch sind, ein ganz viele Bereiche übrig, die erstmal sozusagen der Automatisierung verschlossen sind. Aber
Wenn man das jetzt sozusagen andersrum dreht und schaut, welche Tätigkeiten denn in den verschiedenen Berufen ausgeübt werden oder wie die Berufsbilder aussehen, dann kamen eben diese beiden Autoren zu dem Ergebnis, dass doch rund oder knapp die Hälfte der Tätigkeiten oder der Jobs, die in den USA war Hälfte der Beschäftigten sind in Tätigkeiten, haben Tätigkeiten, die in 10 oder 20 Jahren automatisiert werden könnten. Das war sozusagen der Befund 2013. Wir haben tatsächlich, das hat sehr große Wellen geschlagen und wir haben natürlich auch bei uns, bei der OECD, sich uns das angeschaut und haben mit einem etwas anderen Ansatz nochmal versucht, dem nachzugehen. Und zwar auf Basis einer Studie, die wir auch, das ist auch schon etwas älter, von 2012 gemacht haben, nämlich die OECD-PIAAC-Studie. Das ist sowas wie ein PISA für Erwachsene, wo eben Grundkompetenzen abgefragt werden, also richtige Aufgaben gelöst werden müssen, aber wo eben auch die Stichprobe, die dann die Menschen, die da mitgemacht haben, gefragt wurden, welche Tätigkeiten sie ausführen würden. Und der Ansatz ist dann sozusagen, wir haben so den ähnlichen Ansatz, den jetzt Fry und Osborne, das sind die beiden britischen Ökonomen, gewählt haben, haben wir ein bisschen runtergebrochen und haben gesagt, naja, es geht ja nicht um die Berufe, die automatisiert werden müssen, sondern es geht ja um einzelne Tätigkeiten. Und das konnte man eben auf diesem Datensatz machen, auf Basis dieses Datensatzes machen. Und da waren die Zahlen jetzt nicht ganz so erschreckend wie bei den beiden, sondern wir kamen da sozusagen für die Länder auch nach unterschiedlich, je nachdem wie die Wirtschaftsstruktur ist, doch zu einem Automatisierungspotenzial von unter 10, also 5% bis hoch zu über 30% in der Slowakei. Und wir haben eben dann auch noch in dem zweiten Schritt uns sozusagen die Berufe oder die Tätigkeiten angeschaut, die sozusagen zumindest einem Risiko eines größeren Wandels unterliegen. Und da kommen Sie, auch wenn Sie sozusagen beides zusammennehmen, in den Ländern von 30 bis auf 70 oder 80%. Und selbst wenn man sozusagen diesen etwas präziseren Ansatz nimmt oder vielleicht auch etwas konservativeren Ansatz, dann haben Sie doch ein ganz erhebliches Potenzial an Veränderung, dem wir entgegensehen, alleine auf Basis von, okay, wir haben eine neue Technologie und in welchem Rahmen könnte sie oder wäre sie in der Lage, unsere Arbeit zu verändern oder vielleicht auch bestimmte Tätigkeiten obsolet zu machen. Und Sie sehen aber auch an dieser Grafik, dass es sehr große Unterschiede zwischen den Ländern gibt. Deutschland ist da eher so im oberen Viertel, hat unter anderem damit zu tun, dass wir eben noch recht viel verarbeitendes Gewerbe haben. Und in diesem Bereich, das ist nach wie vor schon der Bereich, in dem sozusagen das Automatisierungspotenzial am größten ist. Soweit jetzt erstmal dieser Befund, sozusagen auch ein bisschen ein Einblick in die Küche der sozusagen Forschung in diesem Bereich. Also wo fängt man an? Man schaut sich mal an, die Technologie, welchen Einfluss hat sie auf die Möglichkeit, technisch Berufe zu automatisieren. Aber das ist natürlich nicht die gesamte Geschichte. Am Ende des Tages geht es natürlich darum, wie sich diese Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt umsetzt und in welches Umfeld sie fällt. Und da haben wir einerseits sozusagen einen Trend, der schon so ein bisschen weiter zurückgeht, der auch in allen Ländern mehr oder weniger ähnlich ist, nämlich dass wir zumindest in allen Industrieländern ähnlich ist, dass wir gerade in dem Bereich mittlere Qualifikation, also in Deutschland so abgeschlossene Berufsausbildung, dass wir in dem Bereich eher einen relativen Abbau an Beschäftigung haben, während wir bei einfachen Tätigkeiten oder aber auch bei hochqualifizierten einen Aufbau haben. Das hat sicherlich zum Teil auch mit der schon stattgefundenen Automatisierung zu tun, aber eben auch mit solchen Dingen wie sozusagen der globalen Arbeitsteilung, dass bestimmte Berufe gerade im mittleren Qualifikationsniveau eher dann sozusagen Sachen sind, die man auch leichter auslagern kann im Rahmen der sozusagen globalen Arbeitsteilung dann in anderen Ländern stattfindet. Aber das ist sozusagen mal ein Punkt als Rahmen, den man sich anschauen kann, aber
wenn es jetzt sozusagen um dieses Automatisierungspotenzial geht, dann hatten wir ja gerade gesehen, da gibt es einmal mal die technische Machbarkeit. Das ist, was ich Ihnen vorher vorgetragen habe. Aber das ist ja noch nicht das, was sich jetzt dann letztlich auch als Automatisierung umsetzt. Das muss man bedenken. Da ist dann auf der einen Seite natürlich, ist denn das, was technisch machbar, überhaupt wirtschaftlich? Ja. Kann ja sein, dass es sehr, sehr teuer und sehr kompliziert ist, diese Automatisierung umzusetzen und die Bezahlung von sozusagen Menschen für die gleiche Arbeit einfach preiswerter ist, sodass eigentlich diese Art von Digitalisierung nicht stattfindet. Ich habe mal ein paar Jahre in den USA gelebt und in Washington, und da habe ich mich immer gewundert, wenn man da gibt es sehr viele kleine Parkhäuser, wenn man da reinfährt, da sitzt immer eine Person, die einem sozusagen das Parkticket gibt und kassiert und so weiter. Ja, Matthias? Herr Rumpf, Sie sind im Moment nicht zu hören. Jetzt wieder. Jetzt wieder? Mich hat jemand gemutet. Muss ich nochmal zurück oder war das? Ja, ich mache einfach weiter. Wir machen einfach weiter, genau. Ich hoffe, der Aussetzer war nicht. Ja, es war auch nicht sehr lange. Ja, okay, alles klar. Genau, also die Wirtschaftlichkeit spielt eine große Rolle dabei, was denn sozusagen welche Art von Automatisierung dann auch tatsächlich stattfindet und wie sich das auf dem Arbeitsmarkt auswirkt. Dann haben Sie natürlich aber auch noch den Fall, dass sozusagen neue Geschäftsmodelle hinzukommen können, die sich letztlich ja auch auf die Beschäftigtenzahlen in beide Richtungen letztlich auswirken können. Einerseits neue Geschäftsmodelle führen dazu, dass in Bereichen, die dann sozusagen vielleicht verdrängt werden, dann Arbeitsplätze abgebaut werden. Aber neue Geschäftsmodelle schaffen natürlich auch neue Arbeitsplätze. Das sehen Sie beim Thema Onlinehandel. Ja, da haben Sie natürlich einen sehr großen Arbeitsplatzaufbau rund um die Logistik für sozusagen diesen Onlinehandel, aber auch in der Softwareentwicklung. Und da steht dagegen der Arbeitsplatzabbau und der Rückgang beim stationären Handel. Dann ein weiterer Faktor, der letztlich darüber bestimmt, ob wie denn sozusagen in einem Land der Nettoeffekt sozusagen von Automatisierung ist, wie sich die internationale Arbeitsteilung gestaltet. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, aber es gibt ja durchaus, es gab jetzt in den vergangenen Monaten auch Meldungen, dass Unternehmen für Technologien und für Industrien, wo man gedacht hat, naja, das ist eine Sache, die ist in Deutschland verloren, die Produktion wieder nach Deutschland zurückgeholt hat. Zum Beispiel die Herstellung von Turnschuhen wird zumindest in bestimmten Bereichen wieder in Deutschland gemacht, eben in einer sehr hoch automatisierten Fabrik. Das ist dann wirtschaftlich sinnvoll, auch gegenüber einer Produktion in einem Land mit sehr niedrigen Löhnen. Nicht nur, weil die Fabrik einerseits sehr wenig menschliche Arbeitskraft fordert, aber weil eben auch, und das ist der Vorteil, den man eben auch noch darin hat, näher an einem Markt produziert wird. Also die Zeit zwischen der Produktion dieses Turnschuhs und wie er dann auf den Markt kommen kann, verringert sich dadurch, dass diese Produktion zurück nach Europa verlagert wird aus asiatischen Ländern. Das ist eine Entwicklung, die sich ja durch Digitalisierung auch vollziehen kann. Und Sie können sozusagen eine Verlagerung zurück nach Deutschland durch Digitalisierung schaffen, aber natürlich auch, Sie können Tätigkeiten in andere Länder verlagern und sehr viel stärker miteinander vernetzen. Beides ist möglich, aber sozusagen allein von der technischen Machbarkeit einer Automatisierung ist das natürlich nicht abzusehen, in welche Richtung diese Entwicklung dann geht. Und ein weiterer Faktor darf man auch nicht vergessen. Wir haben es ja in den vergangenen 20, 30 Jahren mit einem unheimlich großen Zuwachs sozusagen einer globalen Mittelschicht zu tun, vor allem getrieben durch Indien oder China vor allem. Und auch diese zusätzliche Nachfrage führt ja dazu, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Ländern sich unterschiedlich sein kann. Zusätzliche Nachfrage entstehen natürlich auch weitere Geschäftsmodelle, weitere Möglichkeiten der Produktion, des Exportes, sodass auch
letztlich, wenn man diese fünf Faktoren alle zusammennimmt, es keineswegs ausgemacht ist, dass eine reine sozusagen Automatisierung, die durch Digitalisierung erfolgen kann, jetzt dazu führt, dass uns unbedingt die Arbeit ausgeht. Ja, das ist, was ich Ihnen hier an dem Punkt nochmal zumindest exemplarisch deutlich machen wollte. Das ist ja auch übrigens die Entwicklung, die wir in den sozusagen bei den vergangenen industriellen Revolutionen gesehen haben. Dort ist eigentlich, hat eigentlich die sozusagen die Automatisierung, der Wegfall von Arbeitsplätzen immer wieder zu einem, sozusagen zu neuen Arbeitsplätzen, zu neuen Beschäftigungsmöglichkeiten geführt. Das war in der Vergangenheit so, ob es dieses Mal genauso sein wird, das ist nicht klar, aber es besteht zumindest die Chance, dass es so sein wird. Und sozusagen zumindest, wenn man das sozusagen aus der Vergangenheit in die Zukunft ableitet, dann vielleicht auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das so kommen wird. Gut. Dann wollte ich Ihnen sozusagen, wir wollten ja auch Digitalisierung nach Corona uns anschauen, dann sozusagen aufgrund dieser sozusagen etwas sozusagen längerfristigen Entwicklung jetzt vielleicht die Dinge, die sich, ein paar Punkte, die sich mit der sozusagen dieser Krise verändert hat. Ich meine, da ist ein Punkt, der fällt natürlich auf, sehen Sie auch in der öffentlichen Debatte, diese Krise wirkt ja wie ein Brennglas auf bestehende Defizite. Ich habe jetzt einfach hier den öffentlichen Raum mal rausgegriffen. Sie haben sozusagen die schlechte Vorbereitung der Schulen auf digitales Lernen. Da lässt sich auch das Defizit dass Deutschland da bei weitem nicht so gut aufgestellt ist wie andere Länder. Da hat sich jetzt ja einiges getan. Schulen holen auf, aber so richtig gut funktioniert es beim besten Willen nicht. Nicht nur, dass das sozusagen an der technischen Ausstattung mangelt, also was die Schulen am Netz oder was auch die Endgeräte angeht. Es fehlen natürlich auch ein Großteil die Konzepte, um halt sozusagen digital zu lernen. Aber da ist ja sozusagen jetzt auch ein großer Schub entstanden. Das Gleiche gilt jetzt letztlich auch für die öffentliche Verwaltung. Die Gesundheitsverwaltung ist da sozusagen das Beispiel, das ja jetzt im Moment immer zitiert wird, wo das Faxgerät immer noch eine große Präsenz hat und sozusagen die Möglichkeiten, einer sozusagen auch die simplen Möglichkeiten der Datenübertragung von dezentralen Einheiten zu einer Zentrale, nur sehr, sehr gering, nur sehr gering ausgebildet war. Und auch da ist ein sehr großer Nachholbedarf und interessanterweise jetzt mit einer Technologie, die also auch mit deutscher Hilfe, aber durchaus auch mit Zutun aus afrikanischen Ländern entwickelt wurde. Also dieses Contact-Tracing-Software, die jetzt in deutschen Gesundheitszentren eingesetzt wird, ist zumindest eine Co-Entwicklung von Deutschland und Nigeria. Insofern sieht man da auch, wie sich mit der Digitalisierung letztlich auch die Arbeitsteilung wandelt und Gegenden, die man da vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, sich zeigt, dass da durchaus ein großes Potenzial ist, auch hier mitzumischen. Die Digitalisierung schafft natürlich auch neue Dynamiken. Wir haben eine größere Bereitschaft zu Homeoffice, obwohl die jetzt sozusagen im Vergleich zum Frühjahr schon wieder abgenommen hat, was sozusagen für die Arbeitnehmer effektiver sein kann, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf führen kann, weniger Pendelzeit hat, also im Großen und Ganzen eine Situation, die für alle vorteilhaft und positiv sein könnte. Dann haben wir natürlich jetzt durch die Pandemie sind Geschäftsreisen ausgesetzt. Man ist auf das Instrument, das wir jetzt auch nutzen, Zoom oder andere Technologien für Videokonferenzen verfallen. Da wird sicherlich einiges davon auch nach der Krise erhalten bleiben. Wenn Sie jetzt die Zahlen für Unternehmen verfolgen, an Siemens erinnere ich mich vor ein paar Tagen, da wurde sozusagen das positive Ergebnis wurde auch darauf zurückgeführt, dass eben sehr viel Kosten gespart wurde, dadurch, dass eben jetzt weniger gereist wird. Und ich vermute mal, dass auf diese Zahlen auch im Anschluss an die Krise stärker geschaut werden wird. Wir haben sozusagen diese Entwicklung des Onlinehandels, der ja gegenüber dem stationären Handel sollte es heißen, gewonnen hat. Und wir haben aber auch eine Vielzahl von Weiterbildungsangebote, die jetzt digital
viel stärker wahrgenommen werden und sicherlich auch in dem Bereich neue Möglichkeiten eröffnen werden. Im schulischen Bereich sicherlich auch, aber da gibt es sozusagen für Kinder im Vorschule, im Primarbereich gibt es da sicherlich wenig Potenzial, aber vor allem im Weiterbildungsbereich gibt es ja sehr große Möglichkeiten. Und natürlich auch der Digitalisierungsschub der öffentlichen Verwaltung, der jetzt durch Corona sicherlich weiter eingesetzt hat. Was man nicht vergessen darf, dass natürlich auch diese Digitalisierung zu neuen Ungleichheiten führt oder bestehende verstärkt. Ja. Homeoffice funktioniert nur für Berufe, die man eben vom Schreibtisch aus macht. Das sind in der Regel Menschen mit einer höheren Qualifikation, während oder mit geringerer Qualifikation eben dann die das nicht können. Ja, die müssen auch weiterhin in der U-Bahn fahren und sind jetzt hier den Gesundheitsrisiken ausgesetzt und wo sozusagen auch diese Möglichkeiten, diese neue Flexibilität dann in keiner Weise zum Tragen kommen kann. Was auch angesprochen wurde, ist, dass das vielleicht auch dieses Homeoffice zu einer Rückkehr zu traditionelleren Geschlechterrollen führen kann. Dass eben vor allem die Frauen sind, die dann letztlich zu Hause bleiben und vielleicht dann auch, was Karriereaussichten angeht, nicht mehr ganz so berücksichtigt werden, weil sie im Büro eben weniger präsent sind. Aber auch im Schulbereich haben sie natürlich, ist die digitale Ausstattung und auch sozusagen die Möglichkeit der Eltern zu unterstützen, hängt sehr stark vom Bildungsstand der Eltern ab. Hier nochmal vielleicht, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen auf der Grafik, aber Sie haben diese Ungleichheiten auch auf regionaler Ebene. Nehmen Sie hier das Thema, das ist jetzt sozusagen das Potenzial für Homeoffice abgetragen in verschiedenen Ländern. Und Sie sehen in allen Ländern, dass es da eine sehr große regionale Spreizung gibt. Hier in Deutschland haben wir, ich glaube, wir haben einige größere Städte untersucht. Und da sehen Sie, dass Chemnitz da sozusagen ganz hinten ist, während Hamburg ganz vorne ist mit dem Potenzial, was sozusagen Homeoffice angeht. Hat damit zu tun, dass in Hamburg eben sehr viele Dienstleistungsbereiche konzentriert sind, Medien, Handel, wo man gut von zu Hause arbeiten kann, während Chemnitz wahrscheinlich eher sozusagen das Verarbeiten der Gewerbe eine Rolle spielt. Gut, das ist sozusagen jetzt mal zu den Veränderungen. Dann möchte ich Ihnen sozusagen an zwei Stellen, und zwar beim Arbeitsmarkt und dem lebenslangen Lernen noch so ein paar Perspektiven bieten, was denn da geschehen könnte und geschehen müsste oder wo da die Herausforderungen sind. Gleich nochmal bei der Schule und dann habe ich noch zwei, drei Punkte zur regionalen Entwicklung. Nehmen wir das Thema Weiterbildung. Da sehen Sie, dass in Deutschland da sozusagen allenfalls im Mittelfeld liegt, was die Teilnahme an Weiterbildung angeht. Das ist jetzt natürlich vor der Krise. Natürlich ist Weiterbildung einer der Bereiche, wie man halt auf diese Herausforderung der Digitalisierung reagieren kann. Eine Sache hatte ich vorher bei diesem Automatisierungspotenzial vergessen. Interessanterweise ist es so, dass gerade die Berufe, in denen die Menschen mit Computern arbeiten, sind eher diejenigen, in denen das Automatisierungspotenzial geringer ist, als in Berufen, in denen sozusagen eine Arbeit mit Computer nicht stattfindet. Weil da, wo ich sozusagen der Computer das Hilfsmittel ist, ja, ich sozusagen das in einem gewissen Maße vielleicht auch schon das Digitalisierungspotenzial in meinem Beruf ausgeschöpft habe und auch da sozusagen diese Entwicklung hin zu sozusagen einem Zusammenspiel von Mensch und Maschine schon stärker wahrgenommen hat. Und das muss natürlich auch und sollte auch für alle Menschen möglichst gelingen. Und letztlich ist sozusagen der Bereich Weiterbildung einer der Kernbereiche, um auf diese Digitalisierung vorzubereiten. Also Sie sehen hier, da ist in Deutschland durchaus Luft nach oben. Und es ist aber auch Luft nach oben, wenn man sozusagen, was den sozialen Ausgleich angeht. Also wir haben in Deutschland eine sehr, sehr hohe Weiterbildungsbeteiligung bei Hochqualifizierten, eine dafür recht geringe bei Geringqualifizierten. Sie ist stärker bei Beschäftigten und weniger stark bei Langzeitarbeitslosen. Sie ist bei den Jüngeren stärker ausgeprägt als bei Älteren und so weiter. Also wir haben in vielen Bereichen eine Diskrepanz zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen. Und es ist eine große Herausforderung, gerade diejenigen, die jetzt sozusagen sich unterrepräsentiert sind bei der Weiterbildung, dass die auch
sozusagen da aufholen und dass dort sozusagen die Ansprache erfolgt, um an Weiterbildung, Weiterqualifikation teilzunehmen. Also sie muss inklusiver werden, sie muss sich natürlich auch an den sozusagen Arbeitsmarktbedürfnissen ausrichten, sie muss auch die Qualität haben. Und was aber auch geschehen muss, ist, dass überhaupt das Bewusstsein geschaffen wird für den Bedarf an Weiterbildung, für die Herausforderungen, die durch die Digitalisierung kommen. Und da ist jetzt sozusagen, habe ich mich Ihnen gerade noch die Zahlen einer Studie, die wir jetzt erst die Tage veröffentlicht haben, bringen, nämlich zum Thema Berufsberatung. Das ist auch ein Survey, wo wir international verglichen haben, inwieweit Menschen an Berufsberatung teilnehmen. Und Sie sehen, auch da ist Deutschland so leicht unter dem OECD-Schnitt. In anderen Ländern ist das sehr viel ausgeprägter. Das ist nicht nur eine Sache für Schülerinnen und Schüler oder für Studierende, die dann sozusagen ins Arbeitsleben finden. Das sollte eigentlich eine Sache sein, die für alle Erwerbstätige gelegentlich erfolgen soll. Auch nicht nur, wenn man gerade arbeitslos geworden ist, sondern einfach auch als Orientierung in einem sozusagen sich sehr stark und schnell wandelnden beruflichen Umfeld, natürlich auch bedingt oder gerade auch bedingt durch die Digitalisierung. Und auch hier sehen Sie, dass es große Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Gruppen. Also es in den Städten zum Beispiel wird sehr viel stärker an Berufsberatung teilgenommen als bei ländlichen Regionen. Auch hier wiederum die Hochqualifizierten sehr viel stärker vertreten als Geringqualifizierte. Also da ist auch, das ist sozusagen ein Bereich, der sehr wichtig ist und auf den man achten muss, weil letztlich das ein Bewusstsein schafft erstmal dafür, dass diese Veränderung ansteht und kommt und natürlich auch Menschen Wege aufzeigt, wie man darauf sozusagen mit der Gestaltung der eigenen Erwerbsbiografie reagieren kann. Komme ich zum Thema Bildung. Da einfach sozusagen hier nochmal so ein kleines Bild aus unserer PISA-Studie, das ich ganz nett fand. Also Sie sehen da aufgetragen mit der roten Linie, wie sich sozusagen Ergebnisse bei PISA Deutschland hier entwickelt haben und dann noch ein bisschen sozusagen die verschiedenen sozusagen digitalen Tools, die wir in den letzten 20 Jahren hatten. Also angefangen von MySpace, Google kam dann irgendwann, dann hatten wir das iPhone, sehen, wie sich sozusagen auch sozusagen unser privates Leben und sozusagen unser persönliches Leben mit der Digitalisierung weiter verändert hat und welche sozusagen wie rasant letztlich die Entwicklung jetzt schon die letzten 20 Jahre gewesen ist. Und wir kommen jetzt sozusagen zu dieser sozusagen Virtual Reality mit aber auch für sozialen Medien haben wir jetzt sozusagen mit TikTok und Snapchat andere sozusagen neue Medien. Aber wir haben sozusagen, was sozusagen die Fähigkeit von jungen Menschen angeht, sich in diesem Bereich zurechtzufinden, haben wir eine kleine Entwicklung. Ja, wir haben immerhin sozusagen laut der PISA-Erhebung 11%, die können zwischen Fakten und Meinung unterscheiden. Das heißt aber 89% können es nicht. Das ist sozusagen ein geringer Anstieg von 7%, die das im Jahr 2000 konnten. Also Sie sehen, dass da also im Bereich Bildung, schulische Bildung eben also dann sehr viel eigentlich noch passieren müsste, sehr viel aber eben auch nicht passiert ist, um sozusagen hier eine Vorbereitung zu haben auf die digitalisierte Welt, die natürlich nicht nur darin bestehen kann, dass man jetzt sozusagen digitale Instrumente nutzt, um klassischen Mathematik oder Deutschunterricht zu machen, sondern man muss ja auch verstehen, einerseits hier dieses Facts Opinion, das ist ja sozusagen letztlich ein Bereich der Digitalisierung in der sozusagen öffentlichen Diskurs, wie er stattfindet, aber auch nehmen Sie sozusagen diese datengestützte Geschäftsmodelle, dass man sozusagen in den verschiedenen Fächern und Bereichen letztlich versteht, wie man selber mit Daten, mit Computern arbeiten kann und dafür auch die Fähigkeiten erlangt. Da geht es nicht nur so sehr darum, dass man sozusagen die digitalen Endgeräte hat oder dass man Mathematik digital gestützt lernt, sondern dass man auch die Fähigkeit hat, sozusagen in den verschiedenen Fächern tatsächlich zu verstehen, welche Hilfsmittel ein Computer zur Verfügung stellt oder welches Potenzial als Hilfsmittel er hat und wie man sozusagen selber
seine eigenen Fähigkeiten darauf anpassen kann. Das ist eine große Herausforderung, die wir im schulischen Bereich haben. Und wenn ich das jetzt hier noch weiterführen darf, wir haben es auch natürlich in der beruflichen Bildung. Da haben wir in Deutschland mit dem dualen System ja ein System, das also einen sehr, sehr guten Übergang von der Schule in die Arbeitswelt bietet, das von vielen Ländern bewundert wird. Wir haben sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit. Aber wir haben das auch ein bisschen sozusagen ein Preis, den wir dafür zahlen, ist eben, dass diese berufliche Ausbildung doch sehr stark, sehr spezialisiert ist und Grundkompetenzen in dem Bereich keine so große Rolle spielen oder vielleicht nicht die Rolle spielen, die sie in Zukunft spielen muss, weil wir müssen dadurch, dass wir eben diese Beschleunigung haben, auch in der sozusagen technologischen Entwicklung, wird sozusagen die Grundausbildung, sei es in der Schule, sei es aber auch in der beruflichen Bildung, sehr viel stärker ja darauf sich konzentrieren müssen, jemanden, Menschen für lebenslanges Lernen vorzubereiten. Und da ist eine Spezialisierung, die einen guten Einstieg bringt, eben nur die halbe Miete. Es muss eben auch die Basis dafür gelegt werden, dass in Zukunft sozusagen weitere Qualifizierungsschritte gegangen werden. Und dafür sollte sowohl in der Lehre, aber auch sozusagen in der Schule davor eben diese Grundkompetenzen weiter gestärkt werden. Ich komme zu meinem letzten Punkt, sozusagen ein paar Ideen noch oder zum Thema Impulse für Regionalentwicklung. Wenn wir diese Digitalisierung nehmen und aber auch dieses Potenzial, dass uns zum Beispiel stärkere Möglichkeiten von Homeoffice bedeuten, ja, dann heißt es ja auch, dass vielleicht Metropolen als Wohnort, wo eben die sozusagen die wirtschaftliche Dynamik ist, wo im Moment die Jobs entstehen, vielleicht nicht mehr ganz so die Rolle spielen müssen, wie es in den vergangenen Jahren gewesen ist, sondern dass es ja auch durchaus die Möglichkeit gibt, dass man dann halt etwas weiter weg von der Metropole wohnt, wenn man dann nur einmal hin muss und sonst eben woanders wohnt. Das ist sicherlich eine Möglichkeit für Regionen, sicherlich auch Cottbus, warum nicht, um da auch nochmal das eigene Potenzial als für die Regionalentwicklung zu nutzen, um eben für diese Menschen, die dann vielleicht ihren Arbeitsplatz zum Großteil in der Metropole haben, Wohnraum anzubieten. Das bedeutet aber letztlich auch, dass man sich vielleicht, was die Wirtschaftsentwicklung angeht, weniger um die Industrie oder die Gewerbeansiedlung kümmert, sondern vielleicht stärker die Lebensqualität am eigenen Ort in den Fokus rückt, was ja durchaus auch den Leuten, die dann nicht im Homeoffice arbeiten, sondern auch vor Ort arbeiten, zugutekommt. Und so es eben schafft, sozusagen diese Möglichkeit, die durch ein sozusagen Arbeiten nicht vor Ort oder ein Arbeiten nicht vor Ort entsteht, auch als Region stärker zu nutzen. Und natürlich, das wird aber nur funktionieren, wird aber auch nur fruchtbar sein, wenn es tatsächlich möglich ist, dass man auch dann diese Vernetzung dieser Leute, also die Einbindung dieser Menschen vor Ort tatsächlich schafft. Das könnte über so Dinge geschehen wie so Coworking Spaces, die dann in ländlichen Regionen oder in nicht sozusagen Metropolen entstehen, wo dann auch ein Austausch entsteht zwischen Leuten, die dann vielleicht in der Metropole arbeiten und dort ihr Netzwerk haben und dann sozusagen ihr Netzwerk auch noch an den Ort bringen, an dem sie wohnen. Also da möchte ich vielleicht auch nochmal den Blick öffnen, dass da die Digitalisierung auch ein Potenzial bietet, mit dem man durchaus wuchern kann. Komme ich zum Schluss. Also ich habe versucht, ein bisschen darzustellen, was sozusagen die Herausforderungen sind, die wir jetzt durch diese sozusagen Phase der Digitalisierung haben, dass sozusagen die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt sich stark verändern werden in den kommenden Jahren, dass die Corona-Krise da in vielen Bereichen so wie ein Brennglas und ein Beschleuniger, Katalysator gewirkt hat und dass es eben einer der wichtigen Faktoren, dass man einerseits das Bewusstsein dafür haben muss, dass diese Veränderungen kommen und letztlich auch die Bereitschaft, sie zu gestalten. Das ist sozusagen in aller Allgemeinheit und Kürze mein Schlusswort. Und dann danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und
freue mich auf Ihre Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Rumm, für den sehr interessanten Vortrag. Sie sehen, in vielen Bereichen werden wir beeinflusst. Wir erleben es ja auch schon. Aber Sie sehen auch ganz deutlich, dass hier positive Aspekte da sind. Jedes negative Bild hat auch ein positives. Ja, es fallen Arbeitsplätze weg, aber es werden auch neue entstehen. Die Frage ist für jeden Einzelnen immer sozusagen, auf welcher Seite bin ich dabei? Wie muss ich mich verändern? Interessant fand ich besonders die Folie, die aufzeigte, wie unterschiedliche Gruppen mit Weiterbildung zum Beispiel umgehen, mit dem Umgang mit Digitalisierung umgehen. Und dann sind wir ja beim Thema lebenslanges Lernen und der Frage, wie können wir denn die Bevölkerungsgruppen, die weniger Interesse an diesen Dingen zeigen, aber eigentlich ein stärkeres Interesse haben müssten, weil sie zum Beispiel stärker gefährdet sind, besser erreichen. Gibt es dazu Hinweise bereits? Naja, also viel Weiterbildung findet ja doch im Unternehmen statt und auf Veranlassung des Unternehmens. Und da ist das Interesse in der Regel größer. Also erstmal funktioniert es bei größeren Unternehmen besser als bei kleineren in der Regel. Und dann hat das Unternehmen natürlich stärker Interesse daran, Leute, die sozusagen hohe Qualifikation haben, in die sie viel investiert haben, weiterzubilden. Also bei der Weiterbildung für geringer Qualifizierte ist wahrscheinlich doch eine staatliche Organisation in verschiedenen Formen denkbar und aber auch nötig. Das kann über einen Ausbau dieses, was schreckliches Wort, Bildungsurlaub, als ob das irgendwie mit Urlaub verbunden wäre und so eine Sache ist, die man, wo man sich da auf die Vorderhaut legt. Ja. Also vielleicht müsste man erstmal den Begriff ändern und dann sozusagen auch die Motivation dazu. Das kann aber auch also einmal das stärken, dann gibt es ja Ideen, so Bildungskonten einzuführen, wo dann Menschen sozusagen auf eine Finanzierung, aber auch auf Auszeiten zurückgreifen können. Aber wahrscheinlich, was ich eben auch gesagt habe, dieses Thema Berufsberatung, ich glaube, es ist vielfach auch wichtig, einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man sich weiterbilden muss. Ne? Und das ist gerade bei Menschen mit geringerer Qualifikation vielleicht einfach nicht so ausgeprägt. Ja, also es ist ja nicht nur eine Frage von Möglichkeit, sondern auch erstmal zu wissen, aha, okay, das ist auch eine Sache, die für mich wichtig ist. Und natürlich müssen es dann auch Angebote sein, die passend sind.